weltbekannte Sträfling hier sitzt schon seit frühester Jugend hinter den schwedischen Gardinen des Gefängnisses von Porto Polenta. Es ist Stan Laurel, dessen arme Nerven vom vielen Sitzen derartig dünn geworden sind, dass ihn schon die kleinste Fliege auf der Käsecremetorte zur Verzweiflung treibt. Verschwinde, hau ab! Du bleibst da sitzen. Psst, Herr Aufseher. Psst. Sehen Sie die Bestie da? Ich muss sie erschießen. Könnten Sie mir mal Ihre Knarre leihen? Donna und Doria, das war ein Blattschuss. Der Erfolg ist unserem Stan direkt auf die Nieren geschlagen. Beeil dich gefälligst. Aber Herr Rat, ich fliege. Bis gleich. Bye, bye. Leider verwechselt der gute Stan die Toilettentür mit der Tür zum Hinrichtungskeller und nimmt auf dem elektrischen Stuhl Platz. Die sehen mich nie wieder. Hä? Was ist denn das? Karl, glotz nicht so dämlich. Hilf mir lieber. Zieh den Hebel. Du sollst diesen Hebel ziehen. Au, Backe, jetzt zieh du mal. Ich mach das andere. Verdammt. Hilfe! 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 Durch diesen glücklichen Umstand landet Stan an einer geheimnisvollen Baustelle. Au! Psst! Ich grabe hier ein Loch. Durch dieses Loch führt der Weg in die Freiheit. Komm! Ihr müsst aber sehr leise sein. Hier, du leuchtest mir. Ich grabe weiter. Aua! Ist das eine Hitze hier? Rück mich nicht so dicht auf die Pelle. Sprengstofflager. Au, verdammter Idiot. Du verbrennst schon wieder meine Hose. Komm endlich raus. Wir sprengen ein Loch in die Wand. Da, steig rein ins Loch. Mensch, steck rein! Der Weg ist frei. Zur Audienz beim Herrn Gefängnisdirektor. Hände hoch! Hilfe! Hilfe! Mord! Totschlag! Polizei! Hilfe! Hilfe! Oh! Er will ihn gleich umbringen! Ende! Hilfe! Polizei! Hilfe! Was
Stan, schlag ihm auf die Arme! Oh, du starker Held! Halt ein, Vater! Dieser Mensch hat dein Leben gerettet! Tja, mit dieser kühnen Tat hat unser Freund endlich die lang ersehnte Freiheit gewonnen. Aber leider nur für kurze Zeit. Durch unglückliche Umstände gerät er bald darauf, zusammen mit seinem Freund Oliver Hardy, wiederum in die Hände der gestrengen Justiz. Endstation, alles aussteigen! Los, runter! Vorwärts, immer geradeaus. Nicht so gemütlich, komm! Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Vorwärts. Nimm doch endlich dein Bein weg! Hey, jeder! Ihr braucht wohl eine extra Einladung, was? Macht, dass ihr rauskommt! Na? Steh doch schon auf! Ja, wird's bald! Komm mit mir! Komm sofort hierher! Hierher! Entschuldigen Sie, Herr Polizeirat, wir haben mit den anderen nichts zu tun. Man hat uns beide aus Versehen mitgenommen. Ach so, so ist das. Mhm. Und warum habt ihr das dem Richter nicht erzählt? Das haben wir gemacht, aber er hat uns kein Wort geglaubt. Und jetzt wollt ihr mir den Bären aufbinden? Sie können uns doch nicht hier behalten, wir haben doch nichts verbrochen. Was kann ich nicht? Ich lasse mir von dir nicht den Mund verbieten. Moment. Au! Gemein, ich schlag wieder behauptet, wir haben aus Versehen verabredet. Ja, vollkommen unmöglich, sowas gibt es gar nicht. Die nehmen mich auf den Arm. Au! Ihr stellt euch da drüben an die Wand, wir sprechen uns dann noch. Du kannst doch nicht hören, was? Vorwärts! Jetzt kommen wir bestimmt ins Gefängnis. Oh, hör auf zu jammern, du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Siehst du den Herrn dort drüben mit der Mütze? Er hat mir die Äpfel gegeben. Die brauchen wir jetzt bloß hier über die Gefängnismauer zu werfen. Das ist nämlich das Zeichen für die paar Kumpels, die dich und mich hier rausholen. Wir hier raus? Ja. Hast du auch einen? Wenn ich jetzt bis drei zähle. Vorsicht! Gib mir den Apfel! Was fang ich denn bloß an damit? Komm, gib den Apfel her! Vorwärts, her damit. Hände hoch. Wo hast du deine Apfel? Los, spuck ihn aus. Ja, bloß keine Faxen, Freundchen. Huste mal ordentlich. Nur nicht die Nerven. Ja, ja, ist schon einer mal dran erstickt. Du musst husten, los. Den Spuckel ausspucken. Klopf ihm auf den Rücken. Du müsst ihm die Zähne ziehen, dann ging's vielleicht besser. Au! Du Schuft! Weg! Sei froh, dass es kein Kohlkopf war. Obst und Südfrüchte sind bei uns nicht gefragt.
wenn ihr mir nochmal Scherereien macht. Was? Hör auf damit! Was wollt ihr hier? Sie leihen einen Buller. Halt! Halt! Stehen bleiben! Halt! Oh, du spinnst wohl! Los, nichts mehr ab! Warte! Es ist wirklich mit dir zum Verrücktwerden. Ich kann doch nichts dafür, du warst schuld. Pass jetzt aber auf, wo du hinschlägst. Damit kannst du wenigstens kein Unheil anrichten. Ich brech dir die Knochen. Meinst du, ich will ewig hier herumbuddeln? Hey, hallo! Weitermachen! Sie werden am Telefon verlangt. Hey, Schluss jetzt, aufhören! Sie werden am Telefon verlangt. Verzeihen Sie bitte, würden die Herren vielleicht so liebenswürdig sein, ein ganz klein wenig Platz machen für mich und meinen Freund? Wieso? Da drüben ist doch Platz genug. Danke. Danke. Ich habe soeben erfahren, dass der Gouverneur heute Nachmittag zur Besichtigung kommt. Zur Strafe müsstest du das jetzt aufessen. Es ist wirklich mit dir zum Verrücktwerden. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Macht, dass ihr von meinem Tisch wegkommt, aber ein bisschen plötzlich erschwindet. Bitte sehr. Ah, hau ab, du Knallkopf! Wir haben bis jetzt noch nichts gegessen. Uns knurrt der Magen vor Hunger. Bringt mir Holz, dann koche ich euch was. Wie viel Holz brauchen Sie denn? Pass auf. Je mehr Holz ihr mir bringt, desto mehr kriegt ihr zu essen. Klar. Ist gut. Komm, Stan.
Also fangen wir an. Nein, 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 nein. Je mehr Holz, desto mehr Essen. Ach, den Baum. Genau, an die Arbeit. Du hast direkt ein Talent, alles kaputt zu machen. Ist doch aber deine Schuld. Die Axt her, weg da. Ich mach's allein. Ich hab dir doch gesagt, dass ich's allein mache. Das ist der Gouverneur, der will das Lager besichtigen. Kommt, Jungs, schnell an die Arbeit. Vorwärts, marsch! Was steht denn noch hier rum? Ab mit euch! Macht schon, los! Na, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Jawohl, Herr Gouverneur, hier strengste Disziplin. Gleich überzeugen Sie sich selbst. Gut, gehen wir. Deine Schuhe. Doch, steh schnell, wir gehen rüber und schauen mal nach. Halt die Hand vor! Fest draufdrücken! Dafür bekommen wir bestimmt lebenslänglich. Hör doch auf zu jammern! Hey! Ich kann euch sagen, wie man das dicht kriegt. Ihr müsst ein paar Pfund Reis in den Kühler schütten. Den bekommt ihr in der Küche. Hol ihn. Ich halte so lange die Hand davor. Gleich. Aber beeil dich ein bisschen. Ich möchte Ihnen auch noch die andere Unterkünfte zeigen. Darf ich bitten, Herr Gouverneur? Ja. Doppler. Oh, entschuldigen Sie, Herr Gouverneur. Das ist der direkt lebensgefährlich. Wird gleich in Ordnung gemacht. Ich habe fast 5 Kilo. Hier, nimm das. Halt fest die Hand drauf. Ja. Hört schon auf? Ich weiß nicht. Sei soweit. Pass auf. Prima, was? Es hat geklappt. Der Gouverneur. Komm, rasch an die Arbeit. Wiedersehen, Herr Gouverneur. Wiedersehen. Ich hoffe, dass Sie einigermaßen zufrieden waren, Herr Gouverneur. Doch, doch, das Lager macht einen sehr flotten Eindruck. Ja. Danke, danke. Hat nichts gemerkt. Soweit ich es beurteilen kann, ist alles in Ordnung.
Hey! Kommt her! Warst du das, Freundchen? Lass doch liegen, lass doch... Untersteh dich. Der was? Was fällt Ihnen ein? Es tut mir leid, Herr Gouverneur. Es tut Ihnen leid. Ja. Es tut ihm leid. Mir tut es auch leid. Mäßigen Sie sich! Wie kann man sich so benehmen? Hey, was soll denn das? Hey, jetzt hören Sie aber auf! Sie haben mir gar nichts zu sagen. Wir verschwinden hier. Wir holen Militär. Den werde ich zeigen. Hoffentlich ist in dem Kühler kein Reis drin. Ich sehe keinen. Da ist ja auch egal. Wir fahren auf jeden Fall los. Ihr werdet mich kennenlernen. Unsere heutige Geschichte beginnt auf dem bekannten Luxusdampfer Miri Mari während der Überfahrt nach Neu-Opportun. Der Chefsteward des Schiffes, Mr. Oliver Hardy, lässt es sich nicht nehmen, die vornehme Mrs. Moneymaker persönlich in ihre Kabine zu geleiten.
Dieser Herr hat zwar die Bar schon gefunden, aber leider seine Kabine noch nicht. Mr. Bullbeißer, ein gebildeter, feinsinniger Mensch, ist natürlich gerne bereit, dem Suchenden hilfreich den Weg zu weisen. Und da taucht glücklicherweise auch schon der Hilfssteward Stan Laurel auf. Darf ich Sie in Ihre Kabine bringen? Bitte schön. So, viel Spaß. Erstaunlicherweise ist der Herr schon wieder zurück. Naja, vielleicht liegt eine kleine Gleichgewichtsstörung vor. So, bitteschön. Tja, das ist aber gar nicht die feine Art. Schließlich gehört der Herr in diese Kabine. Aua! Jetzt hat Stan aber keine Zeit mehr. Er muss Mrs. Moneymaker schnellstens das Bier für ihren kleinen Jungen bringen. Bübchen wird nämlich anti-autoritär erzogen, wie sich das für moderne, fortschrittliche Menschen gehört. Ich darf jetzt endlich mal ein bisschen raus. Tschüss! Was sich Mütter so alles einbilden. Wohin darf ich das Bier servieren? Stellen Sie es mal ruhig hierher. Und nun hat der kleine Racker für Onkel Stan eine hübsche Überraschung. Ist das lustig? So was Komisches. Willst du mit mir pielen? Ein bisschen knobeln? Natürlich will er. Ein Steward hat die Wünsche seiner Passagiere zu erfüllen. Eine 6? Du darfst gleich nochmal. Hurra, wieder eine 6. Moment, nun greift das Bübchen gleich mal nach den harten Dollars. Jetzt setzen wir richtige Piepen. Nur so zum Spaß. Zum Spaß um 100-Dollar-Scheine? Egal, mit so einem kleinen Strick wird Stanley schon noch fertig werden. Das hätte Stan nicht tun sollen. Denn der kleine, süße Strick vertauscht noch schnell die Würfel. Tja, und nun geht es um die Angabe. 7. Hurra! Bei 7 darf Bübchen schon mal anfangen. Jeder setzt jetzt 100 Dollar. So. 7. Jetzt nehmen wir die nächsten 100. Stanley hat leider nur noch 2. Toi, toi, toi. Na, warte. Hurra! So ein Lümmel. Jetzt legen wir wieder 100. Stanleys letzte. Toi, toi, toi. 3. Hurra! Bravo! Ich habe gewonnen. Bravo! Moment mal, ich habe 7. Tatsächlich? 7? Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Jetzt bin ich pleite. Tschüss. Der Lümmel plündert mich aus. Her mit den Piepen. Wir haben doch gesagt, nur so zum Spaß. So eine Gemeinheit. Wir haben gesagt, nur so zum Spaß. Und jetzt nimmst du mir mein Geld weg. Dabei habe ich genau gesehen, dass es eine 3 war. Und jetzt soll es auf einmal eine 7 sein. 7? Hä? Das darf doch nicht wahr sein. 3, 7. Ich werd verrückt. Dieser Lümmel. Ein Betrüger, ein Haderlump, ein ausgekochter Falschspieler. Na, warte. Komm raus. Raus mit dir. Oh, so etwas hat Mrs. Moneymaker aber gar nicht gern. Mit den Schuhen über die Betten. Ist was? Die Scheusal, Sittenstrolch. Hat er dir was getan, mein Liebling? Raus! Raus, Sie Kindsverderber! Diese Begegnung war dem Chef-Steward außerordentlich willkommen. Verehrte er Mrs. Moneymaker doch schon von der ersten Minute an. Oh, pardon, dieser Stiesel. Ich will ihn züchtigen lassen. Sie haben so ein reizendes Bübchen. Aua, leben Sie wohl, Madam. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wie viel hast du, mein Liebling? Oh, du bist ja ein Goldstück. Das Schiffsschwimmbad. Eine Angehörige der sogenannten Luxusklasse. Die hat sie wohl nicht mehr alle. Verschwinde.
Herr, das war eine Dame. Sind Sie sicher? Was ist? Was soll das Gequietsche? Du wirst im Schwimmbad verlangt. Ich werde sofort hineilen. Ach, Sie sind's. Am Nachmittag begab sich Mrs. Moneymaker zum Bridge. Bringen Sie mein Bübchen in den Speisesaal. Bitte sehr. Du dämlicher Trottel! Ja, das war Pech. Jetzt blutet auch noch meine Zunge, seine Gemeinheit! Während der nun folgenden Bridge-Party konnte Bübchen, dank der modernen, lustbetonten Erziehung, die er genossen, seinen bestechenden Charakter vorteilhaft ins Spiel bringen. Pik. Sechs. Kreuz. Fünf. Und zwei. Mrs. Moneymaker nahm jetzt gern die Gelegenheit wahr, dem aufmerksamen Stuart ihre Sympathie zu bekunden. Sie sind ein reizender Mensch. Jetzt haben Sie mein Gesicht verbogen, vollkommen verbogen. Das sage ich aber jetzt dem Kapitän. Diesen günstigen Augenblick benutzte der Lümmel im Kinderwagen, den Schmuck einer Dame unauffällig zu klauen. Und während Chef-Steward Olli eine erschreckende Entdeckung macht. Ist Stan, ohne es zu wissen, dem Übeltäter bereits auf der Spur. Ich bin da nackt! Hilfe! Mein Schmuck! Ich bin beraubt! Hilfe! Ich kriege jetzt meine Puppe wieder oder es gibt ein Unglück. Was war denn das? So eine Schweinerei. Captain, ich habe dieses Kind in den Kohlen gefunden. In den Kohlen? Sie halten einen Finderlohn. Dieser Mann hat mich da runtergeschmissen. So eine Gemeinheit. Dieser Lümmel macht mir die größten Schwierigkeiten. Immer zu Ärger. Wir sprechen uns noch. Immer dieser Laurel. Nach dieser Ankündigung platzt dem armen Stan der Kragen. Als pflichtbewusster Steward wird er diesen dreckigen Lümmel erst einmal ordentlich waschen. Und so sehr sich das Früchtchen auch wehrt und windet, Stan macht nun kurzen Prozess. Aua! Nun reicht es aber. Jetzt geht Stan zu den erprobten Erziehungsmethoden über. Wenn du nicht still bist, gibt es den Po voll. In diesem Augenblick macht Stan eine entscheidende Entdeckung. Sieh mal an, was haben wir denn da? Das hast du doch geklaut, du Lümmel. Lass uns teilen! Das will Stan doch lieber der charmanten Mama dieses Früchtchens überlassen. Und somit ist es unseren geplagten Freunden gelungen, nicht mehr ein Verbrechen aufzuklären, sondern den gestohlenen Schmuck der Eigentümerin zurückzuerstatten und eine international gesuchte Verbrecherdame samt ihrem Lümmel dingfest zu machen. Weitaus weniger erfolgreich verlief die Geschichte mit dem armen kleinen Mädchen, das Stan und Olli eines Tages auf der Straße gefunden hatten. Die Kleine war verloren gegangen und konnte lediglich den Namen Erich Schmiss angeben. Ist ein Herr Schmidt da? Und ja. So suchten unsere Freunde alle Träger dieses Namens aus dem Adressbuch heraus, um den Vater des Kindes zu ermitteln. Tragen Sie den Namen Schmiss? Ja, was gibt's denn? Wir haben Ihre kleine Tochter gefunden. Das soll meine Tochter sein? Ja, Sir. Erpresser!
Dieser brutale Mensch war bestimmt nicht der Vater des kleinen Mädchens. Und so sahen sich unsere Freunde gezwungen, diesen Herrn Schmiss aus dem Adressbuch zu streichen. Wie heißt die nächste Adresse? Eichenchaussee 35. Also los. Es war wirklich ein schwieriger Fall, dieses kleine Mädchen. Die sitzt eben nicht, Papa. Ich komme mir ziemlich albern vor. Na, wie geht's denn unserem Bräutigam? Etwas weich, aber ich glaube, er schafft das ja wohl schon. Ich bin wirklich stolz, dich in meiner Familie aufzunehmen. Ich weiß, dass du und meine Tochter ein ausgezeichnetes Liebespaar sein werdet. Danke sehr, Mr. Hüderwein. Die Braut ist fertig, Sir. Danke sehr. Gehen. Also, Erich, nur nicht nervös werden, mein Junge. Nur Mut, mein Sohn. Ja. Telegramm für Herrn Schmiss. Schmiss? Schmiss, der wohnt schon lange nicht mehr hier. Kennen Sie seine neue Adresse? Ich habe keine Ahnung. Na gut, danke. Ist das hier Eichenchaussee 35? Ja. Danke sehr. Das macht nichts. Moment mal, ich mache das. Du hast schon genug Unheil angerichtet. Was ist Ihr Begehr? Wir hätten gern den Hausherrn mal gesprochen. Mhm. Mein Herr ist sehr beschäftigt und kann Sie nicht empfangen. Das sagen Sie nicht. Sie sagen ihm, wir hätten Erichs Baby hier. Ja, Sir. Erichs Baby? So ist es. Oh, ich melde Sie gleich an. Gehen Sie nicht weg. Einen Moment, bitte. Einen Moment. Da draußen sind zwei Männer, die behaupten, sie hätten ein Kind von Erich. Sie wollten unbedingt mit ihnen sprechen. Es wäre eilig. Das Kind ist ungefähr so groß. Wir sind heute hier... Hochwürden, verzeihen Sie bitte. Moment. Wir sind heute... Verzeihen Sie bitte. ...hier versammelt... Was soll das heißen? Sind Sie etwa der Hausherr persönlich? Das bin ich. Wir bringen Ihnen Erichs Baby. Erichs Baby? Ja, Sir. Oh. Das ist wirklich eine beschämende Überraschung. Komm her, mein Kindchen, komm mit. Gehen Sie nicht weg. Gehen Sie nicht weg. Gehen Sie nicht weg. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ja, Sir. Um den Bund für das Leben zu schließen. Augenblick. Du, was zu bedeuten? Ach, das fragen Sie noch. Dieser Wüstling hier ist der Vater von diesem Kind. Oh, Sie wollen mich wohl zum Narren halten. Ich werde Sie... Seien Sie verliebt. Die Hochzeit fällt aus! Die Hochzeit fällt aus! Seien Sie doch... Die Hochzeit fällt aus! Ich habe es ja gewusst, ich wollte nur nichts sagen. Das war der größte Skandal, den es ich je erlebt Es ist nicht zu fassen. Das werden Sie mir büßen müssen. Ich muss euch in der Augenblick mal. Wer sagt, dass ich bin der Vater dieses Kindes? Ja, wer sagt das? Das ist ja unbeheuerlich auf die Unschuld hier. Parkett, hey, Parkett! Bringen Sie die Männer herein! Ja, Sir, ja, Sir. Ja, Sir, ja, Sir. Würden Sie bitte reinkommen, Sir? Schnell, ja, bitte kommen Sie. Da wären wir. Ja, guten Tag, Herr. Also, ist dies oder ist dies nicht Erichs Tochter? Sie ist es. So, jetzt können Sie es nicht mehr leugnen. Das ist eine Lüge! Sie Ferkel! Blaubart! Oh nein, Papa, das stimmt doch nicht! Nein, nicht schlagen! Nein! Oh, Sie edler Engel haben mich vor Unrat beschützt.
Sie haben meine und die Ehre meiner Familie gerettet. Oh. Nein, Papa, nein! Ja, nicht schlagen! Willst du deine Kinder in die Welt zu setzen? Hier werde ich Spray bringen, du! Was ist denn mit den beiden bloß los, Mr. Schmiss? Och, die beiden sind bloß... Schmiss? Nein, Schmiss. Papa. Sagten Sie gerade Mr. Schmiss zu mir? Ja, Sir. Parkins? Ja, Sir. Mein Gewehr hätte ich gern. Ja, Sir. Mein Name ist nicht Schmiss, sondern Hühnerwein. Ich befürchte, es war ein kleiner Fauxpas. Ja. Ich befürchte genau dasselbe. Tut mir leid, wenn wir Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet haben. Das macht fast gar nichts. Oh, 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 Papa! Oh, oh, nein. Das weißt du nicht. Die nächste Adresse ist Vogelbeerenweg 885, gleich hier um die Ecke. Von jetzt ab hört diese Sucherei auf. Komm mit, Stanley. Nach dieser schmerzhaften Erfahrung übergaben unsere Freunde das kleine Mädchen der Polizei und widmeten sich fortan mit zunehmendem Eifer der städtischen Straßenreinigung. Leih mir mal deinen Besen. Bitte. Eine Melone. So. Gib her! Komm. Im Schatten eines bekannten Bankhauses, direkt vor dem Hintereingang, finden unsere Freunde standesgemäß Platz, um ihr kräftiges Mittagsmahl einzunehmen. Nun sitzen wir wieder auf der Straße. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir mal in der Gosse landen. Haben wir nicht edle Ziele verfolgt? Wir sind doch auch nicht untüchtig als unsere Mitmenschen, aber wir kommen niemals auf einen grünen Zweig. Das muss doch einmal anders werden. Ich wundere mich gar nicht darüber, Olli. Sieh mal, wir haben keine Schulbildung. Und wir haben nie etwas gelernt. Es musste eines Tages ja so kommen. Hm? Stimmt, sowas rächt sich. Das konnte man sich an den Fingern abzählen. Wenn wir zur Schule gehen würden wie andere Menschen, würden wir vielleicht noch lesen lernen und rechnen. Und wenn wir uns große Mühe geben, vielleicht sogar schreiben. Möglich wär's noch. So viel würdest du uns zutrauen? Mir schon. Das bisschen Lesen und Schreiben würde ich schaffen. Rechnen würde mir schwerfallen. Ausgerechnet rechnen? Ausrechnen. Es ist doch so, 2 und 2 macht irgendwas und 4 macht irgendwas. Leider nicht dasselbe, dann wär's leicht. Das ist aber auch schon höhere Mathematik. Siehst du, das Wort ist auch viel geeigneter dafür. Ich kann auch nicht lesen und schreiben, aber ich bin gebildet. Tut das weh? Dir schon. Wenn wir heute mit unserer Arbeit fertig sind, dann besuchen wir die Abendschule. Besuchen können wir es ja. Zu schade, dass uns der Gedanke nicht schon früher gekommen ist. Tja. Thank you.
Ich danke dir. Unterdessen hat ein bekannter Bankräuber dem Geldinstitut seinen Besuch abgestattet. Halt's Maul! Bananenschalen wirft man nicht auf den Bürgersteig. Doch, ich muss ja nachher was zu fegen haben. Dass Sie so schnell hier waren. Bedanken Sie sich nicht bei uns. Bedanken Sie sich bei diesen zwei Gentlemen. Gentlemen, Sie haben uns einen Dienst erwiesen, den wir Ihnen nie vergessen werden. Sie haben uns $100,000 gerettet. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Tja, ich weiß nicht, Sir. Wie wär's mit einer Stellung in unserer Bank? Das ist sehr freundlich, Sir. Aber wir würden Ihr Vertrauen nicht rechtfertigen. Wissen Sie, wir sind nämlich nie zur Schule gegangen. Nicht wahr, Stan? Nein, wir sind dumm wie ein alter Schuh. Nicht wahr, Olli? Wir bedauern das. Und um es abzuändern, wollen wir die Abendschule besuchen. Ihr seid sozusagen ungeschliffene Diamanten. Es ist schön, dass ihr in eurem Alter noch so voller Ehrgeiz steckt. Wenn ihr wirklich etwas lernen wollt, dann werden wir uns nicht lumpen lassen und eure Ausbildung bezahlen. Was haltet ihr davon? Was hältst du davon? Vielleicht können wir von dem Geld sogar studieren, Olli. Machen wir. Und so kamen Stan und Olli noch zu einer verspäteten Schulbildung.